Hallo und herzlich willkommen, moin moin liebe Zuschauer, Let's Play LS17 auf der nordfriesischen Marschmap in der Version 1.5. Hier sehe ich hier ein neues Gebäude auf meiner Map. Ich bin noch ein bisschen dran am Arbeiten, dann muss man wieder ein Stück höher. Passt aber, hier haben wir ein Sägewerk. Ihr kennt es ja vielleicht schon aus LS15, das Sägewerk mit Palettenherstellung. Hier entstehen Paletten. Hier muss Hackschnitzel rein oder Stroh als Brennstoff, damit das Ganze auch lübt. Hier kommen Baumstämme rein, die sich dann hier lagern, sozusagen aufbauen. Hab die Kapazität ein bisschen höher gedreht, da passt ordentlich was rein. Hier haben wir stationären Häcksler, damit wir auch gleich hier vor Ort Hackschnitzel machen können. Hackschnitzel en masse. Also die Holzindustrie hier hat ganz groß Einzug gefunden. Holz, Holz, Holz. Das aber muss ich sagen, nur mal so als kleine Vorschau. Denn es gibt noch mehr Neuigkeiten. Auf der Map Version 1.5 haben wir hier Milchverkauf. Also Milch wird natürlich trotzdem weiterhin um 12 Uhr abgeholt. Wenn man aber Lust hat, bringt man es, meinetwegen, weiß ich nicht, abends um 6 oder abends um 8, also 18 Uhr, 20 Uhr, je nach Lust und Laune, kurz bevor es verkauft wird, kann man es selber wegbringen hier und kriegt hier vorne Geld. Oder wenn man zwischendurch mal ein bisschen Geld braucht und viel Milch auf Lager hat, einfach hier hinbringen. Und ansonsten Stop Milk Sale sozusagen. Mod runterladen, damit Milch da nicht weiter verkauft wird. Ja, wir haben natürlich praktischerweise wieder die Hotspots hier auf der Map. Aber ganz interessant, ne? Ihr wisst ja vielleicht noch, was wir beim letzten Mal gemacht haben. Das war das Thema Holz. Und ich habe mal während der Aufnahme jetzt ein bisschen was vorbereitet. Schaut es euch an. Unseren wahnsinnig großen Holzstapel. Dahinter ist ein Traktor irgendwo. So viel Holz. Schön gestapelt. Sieht gar nicht so viel aus irgendwie, ne? Aber wir werden das jetzt verkaufen. Vielleicht habt ihr ja mal Bock zu schätzen, wie viel Geld wir hier rausholen. Es ist eine 500.000, sind 200.000, sind 800.000. Sind eigentlich so gut wie alle Bäume, die hier im Wald verstreut waren, habe ich hier eingesammelt. Und schön, fein, säuberlich aufgereiht. Einfach nur massenweise Holz hier. Ja, damit beginnen wir. Das ist unsere erste tolle Aufgabe. Gucken wir mal, das Gerät sollen wir mal gleich auf, dann immer auf der rechten Seite einstellen, damit wir wissen, wie es eingestellt ist. Dann können wir uns das sparen. Und dann fangen wir mal an, ne? Das war eine Arbeit, aber ich habe, man sieht hier Laderuckler. Wenn man zu nah rankommt hier, ich weiß nicht genau warum, in einer gewissen Entfernung gibt es Laderuckler beim Holz. Es ist zu viel mittlerweile. Daher, weg damit. Nur weg damit. Gucken wir mal ein bisschen, dass wir nicht zu viel aufladen. Ansonsten, wir müssen ja nicht so weit. So, das wird die erste Ladung. Ab hier funktioniert es nicht mehr so ruckelig. Das andere ist, da wir das Sägewerk drüben haben und Holzpaletten herstellen wollen, werden wir nicht alles hier jetzt vor Ort verkaufen. Wir nehmen nachher vielleicht eine Ladung mit rüber. Oder auch zwei, ich weiß es noch nicht. Erstmal bringen wir ein bisschen was weg. Kann man sehen, 233.000 haben wir aktuell. Und jetzt arbeiten wir mal daran, unser Konto mal wieder prall zu füllen. Nach dieser Holzernteaktion hier mit dem Vollernter, den wir uns ja geliehen haben, müssen wir das Geld ja auch jetzt wieder reinkriegen. Heißt, wir fahren ein ganz paar Mal zwischen. So, mehr einladen gerne. Ist ja noch genug da. Wir sammeln teilweise ganz schön weit weg. Stopp. Ja, zwei, drei Stück passen auch noch rauf. Ansonsten, wenn sie hier wieder runterrollen, ist ja nicht so schlimm. Wir kommen hier eh wieder dran vorbei. Aber es ist, wie gesagt, leider vom Laderuck. Ja, okay, den verlieren wir. Das wird wahrscheinlich nicht der letzte sein. Ich habe gleich jetzt darauf geachtet, dass da eine Sperre vor ist. Bisschen blöd, ne? So, nächste Ladung.
knapp eine Anhängerladung, sind wir so an die 20.000. Ne? Wie gesagt, mit 230.000 um und bei sind wir gestartet. Und nu ist Holzzahltag. Zack, 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 zack. Na, sehr gut. Nehmen wir doch gleich die nächsten, ne? Einmal vorfahren. Und sammeln lassen. Ja, diesmal liegen sie nicht so gut. Stopp reicht. Okay, verlieren wir auch wieder welche. Solange wir jetzt mal hier immer den gleichen Weg fahren, ist es nicht ganz so schlimm, wenn wir da welche verlieren. Die können wir dann zum Schluss noch einsammeln. Oder das sind denn die, die wir eben mit rübernehmen. Noch, finde ich, sieht es nicht so aus, als wäre unser Haufen viel kleiner geworden. Zolltag und Geld. Immer ran damit. Vielen Dank. Schon mal 300.000. Das waren also schon knapp 70.000 Einnahmen, die wir jetzt erzielt haben. Gleich die nächste Ladung. Geht ja schnell. Wollte ich lasst euch sagen, das Einsammeln hier aus dem Wald hat deutlich länger gedauert. So, ein bisschen noch. Jo, passt. Schön. Da raddern die Dinger durch, da 1100, 1700, 1500. Das sind die großen, dicken Stämme, die auch richtig schön Geld bringen. Und das läppert ganz einfach zusammen, ne, in der Masse. Und weg damit. Nächste Ladung. So, jetzt wird der Haufen doch schon ein bisschen kleiner. Jetzt können wir hier schon rum. Aber ein paar Mal können wir noch fahren. Jo, hau einfach voll, bis nichts mehr geht. Wenn wir da mal alles zum Shop kriegen. Wenn wir ganz vorsichtig fahren, fällt nichts runter, wobei die bewegen sich schon ein bisschen zur Seite. Jo, einer ist weg. Zwei, drei. Noch hinterher. Oh nein, nochmal zwei. Das wäre so eine schöne Ladung gewesen. Der kippt zumindest schon mal rein. So, next one. Vielleicht versuchen wir jetzt schon mal aufzuräumen. Oh Gott, das ist so viel. War schon wieder ein bisschen zu viel. Brauchen wir gar nicht hier versuchen aufzuräumen. Es wird eh wieder runterfallen. Vermutlich. Der hier müsste vielleicht noch aufpassen, oder? Ah, geht gerade so. Ich meine, den müssen wir aber außen vorbei. Und bei denen auch. Also 100.000 Einnahmen haben wir. Und jetzt kommen die nächsten 20.000. So, ein bisschen geht noch, ne? So wird das hier vielleicht auch nicht mehr ganz so schlimm. Ja, ist ja gut. Der eine liegt echt ein bisschen blöd. Wir können versuchen, ob wir die beiden hier noch mit drauf kriegen. Haben wir zumindest schon mal. Die kriegen wir vielleicht so mitgezogen. Jo, den einen haben wir. So, ab dafür.
Oh, 390.000. Was unterhaufen, ne? Ist noch nicht mal die Hälfte weg. Aber wir werden auf jeden Fall auch was brauchen drüben fürs Sägewerk. Oder wir holen uns da einfach neues Holz. Die gleiche Aktion drüben nochmal. Wäre natürlich auch eine Sache, ne? Vollernter nochmal leihen. Wald nochmal kurz und klein hauen da drüben. Gerade auch wenn wir eben mal Felder kaufen wollen, ne? Bleibt uns wahrscheinlich gar nicht so viel anderes übrig, als das mal zu tun. So, weg damit. Die 400.000 geknackt. Und somit knapp 200.000 Einnahmen heute. Und Viertelmillionen machen wir noch voll. Viel Kleinkram hier. Ja, er passt da nicht rauf. Ist schon gut so. Schöne Fuhre. Wo wir uns dann fast den Vollernter selber kaufen können, oder? Mit dem Ertrag, den wir hier erzielen, Holzvollernter kaufen, dann haben wir ihn. Dann müssen wir nicht immer die Miete bezahlen. Und die werden ja unterhaltsmäßig nach Betriebskosten, Betriebsstunden nachher ab, also immer teurer, nicht nach Tagen, ne? Also, das Geld hätten wir jetzt schon. Ich glaube, wir müssen wahrscheinlich noch eine Folge einplanen zum Holzverkaufen. Es dauert so lange, es ist so viel. Aber ihr könnt euch vorstellen, wie lange ich hier dran gesessen habe, das alles aus dem Wald rauszufischen. Das macht man nicht mal so im Vorbeigehen. So, das wird nochmal eine kräftige Fuhre, wenn die beiden da hinten drauf bleiben. Nein, bleiben sie nicht. Eins wird verloren. Das lohnt ja eigentlich am meisten, ne? Drüben das nochmal aufzubauen, auch den stationären Häcksler mal ordentlich zum Laufen zu bringen. Kriegen wir so viel Hackschnitzel. Dann brauchen wir vielleicht mal einen LKW, damit wir das schneller verkaufen können. Aber ich glaube, all das können wir uns tatsächlich in Zukunft leisten. Okay, bringen wir es erstmal weg. Lohnt nicht und stoppen damit nochmal. Oh oh. Und das Sägewerk freut sich. Ein Stück Holz nach dem nächsten. 475.000 aktuell. Unser Haufen hier ist schon echt deutlich kompakter geworden. Wir haben schon mehr als die Hälfte weg. Aber das heißt, wir kriegen knapp eine 500.000 hier raus, würde ich jetzt mal schätzen. Das ist nicht schlecht. Das glaube ich, waren jetzt auch richtig viele schöne Stücke hier drin. Fast gar keine dünnen, blöden. Genau, rollt runter. Dann versuchen wir genau über den Ruppel zu fahren, damit noch ein paar. Na, passt. Na, ich glaube, dann holen wir uns echt nochmal den Vollernter, ne? Das hier macht ja einfach zu viel Laune, das alles direkt hier zu verkaufen. Wir sammeln jetzt mal das auf, was hier rumliegt überall. Obwohl es ist eigentlich wahrscheinlich, wäre es auch in Ordnung, wenn wir das zum Schluss machen. Wird eh noch ein bisschen was dazu kommen. Okay, danke.
Ja, entweder ne, den Vollernter kaufen. Ich glaube knapp 300.000 oder so kosten die, ne? Oder nochmal mieten und dann für eine Ingame-Stunde sozusagen nutzen. Ich weiß noch nicht genau, was besser ist. Ups. Danke, reicht. Fällt wieder runter. Und weg damit. Fünfhundertzwanzigtausend, also fast 300.000 Einnahmen heute. Eine Ladung geht noch. Reicht. Das ist richtig schön in der Ladung, glaube ich. Da sind fast nur dicke Sterne drin, so wie es aussieht. Sollten mehr als 20.000 sein. Mal gucken. Ja, waren 25.000. Dann würde ich aber sagen, soll es das für heute gewesen sein, liebe Zuschauer. Ich danke für eure Aufmerksamkeit. Hoffe, die Folge hat euch ein bisschen Spaß gemacht und ihr bleibt dabei, wenn wir den Rest Holz verkaufen und dann in der nächsten Folge unsere neue Industrie hier zum Laufen bringen. Das Ganze mal durchtesten. Müsste eigentlich funktionieren. Version 1.5 sollte am Wochenende rausgekommen sein, wenn jetzt hier in unserem Test sozusagen nichts Gravierendes mehr auftaucht. Ist die Map in der Version 1.5 eigentlich soweit erstmal fertig. Und ja, ich würde mich freuen, wenn euch die Folge ein bisschen Spaß gemacht hat. Ihr einen Kommentar, Like da lässt und dabei bleibt. Schönen Tag noch. Es gibt noch eine zweite Folge, fällt mir gerade ein heute. Ne? Ja, wird wahrscheinlich noch um 15 Uhr eine weitere Folge geben. Bis dahin und tschüss.